Ja, grüßt euch. Dieses Mal geht's wieder nach Tausendwinter. Wir haben 12 Uhr. Heißt, Tausendwinter ist seit einer Minute geöffnet. Und dann schauen wir einfach mal rein. Addons technisch werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Video dazu machen, weil es hat sich natürlich auch zu fast vor einem Jahr, 2 Jahren, ich weiß gar nicht, wann das genau war, etwas geändert. Dieses Mal mit dem Shadow. Der hat auch schon Gear. Der ist jetzt so gesehen Arena ready, also ich könnte mit dem jetzt theoretisch in die Arena gehen und da Punkte machen, weil der hat jetzt das komplette Gear fertig. Episch gesockelt ist der natürlich auch vollständig, als auch verzaubert. Die einzige Waffe, die nicht voll oder das einzige Item, was nicht vollständig verzaubert ist, max verzaubert sind die. Entschuldigt, ist der Stab. Aber ansonsten ist hier alles max gesockelt und verzaubert. Ich bin mir natürlich am Überlegen, ob ich nicht einmal, dafür müssen wir aber hier hin und nach Uldua, mir einmal das Jog-Trinket aus dem 25er, glaube ich, war das, hole. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, bei welchem hier das Leuchtfeuer, ob ich das mitmache. Sollte einer von euch aktiv Shadow spielen, auch jetzt noch zu WOTLK, haut mir das gerne mal in die Kommentare, was ihr zu diesem Trinket sagt, ob es sich definitiv lohnt, als PvP-Shadow sich das zu holen. Weil sind halt knapp 1000 Spellpower auf Proc. Die schmecken natürlich dann doch schon. Ne? Beruftechnisch bin ich Kürschner und Lederer. Ne? Halt einfach 76 Spellpower auf Handgelenke. Die schmecken dann doch schon. Ne? Und ich hatte halt noch keinen Lederer. Und dementsprechend dachte ich mir, machst du das mal. Ist ganz gut. Dementsprechend, ja. Talente habe ich euch ja das letzte Mal schon gezeigt. So ist das derzeit im Holy Tree gar nichts. Aber dafür halt im Schatten Tree 53 Punkte. Da könnte man wahrscheinlich auch 2 Punkte noch rausnehmen, um halt hier im Dizzy Tree hier mentale Beweglichkeit fertig zu machen. Dann sind das, keine Ahnung, 10% weniger Mana-Kosten auf die Spontanzauber oder Sofortzauber. Ja. Wir schauen aber jetzt erstmal, ob wir hier irgendwie gleich mal ein bisschen Damage angekriegt kriegen. Wir geben uns schon mal ein Schild, auch wenn es jetzt nicht ganz so krass ist. Wir dotten auf jeden Fall mal das Pet zu. Da ist auf jeden Fall ein Mage, den Stumper-Eimer. Der kriegt auf jeden Fall gleich nochmal einen Silence hinterher. Sehr schön. Alle Dots der Welt laufen auf ihn. Wir machen jetzt Gedankenexplosion rein und bomben, was das Zeug hält hier rein. Der ist an den Eisblock gegangen. Wir holen den da sofort wieder raus. Redotten ihn natürlich. Geht leider nicht. Dann gehen wir auf den Schamanen. Der hat jetzt auch fast alle Dots der Welt am Laufen. Wir gehen einmal zurück. Die haben auf jeden Fall hier gute Buffs am Start, die Boys and Girls. Naja, auf jeden Fall der DK jetzt wieder alles auf sich drauf. Wir machen natürlich wieder Gedankenexplosion. Können hier vielleicht exekuten. Wir können leider nicht exekuten. Der wurde auf jeden Fall wieder hart getoppt. Wir dotten noch den Parler noch nebenbei mit zu. Können hier einmal reinfieren. Der ist in der Bubble. Wir decursen ja auch nochmal. Ab. Können hier vielleicht noch mal irgendwie ein bisschen Damage da hinten anbringen. Da hinten castet auf jeden Fall einer sein Pet noch mal neu. Aber auch er sollte jetzt gleich ins Land der Träume wandern. Wir zünden hier noch mal was. Können hier aber nichts machen. Wir zünden einmal unsere Mana-Hymne, dass wir auf jeden Fall den Buff hier kriegen. Gehen dann in die Dispersion, um natürlich so viel Mana wie es geht wieder zu reggen. Dann schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall wieder good to go. Mana, der Druide wird hier einmal komplett zugedottet. Da haben wir auch wieder eine Hexe. Die will natürlich auch gedottet werden. Hier ist natürlich ein Krieger. Ich bin gestunt bzw. gefiert. Das ist natürlich nicht geil. Ihr seht schon, die Dots, die ticken schon ganz gut rein. Bis zu 2,5 K pro Tick, das ist dann doch schon nicht gerade wenig. Da ist auf jeden Fall der nächste tot. Wir können mal gucken, ob wir hier hinten nochmal eine Gedankenexplosion reinkriegen, weil wir haben jetzt natürlich auch hier jetzt oder nee, nochmal 590 Spellpower. Aber wir werden jetzt sterben. Ja, wir werden jetzt sterben. Wir haben ein bisschen zu weit overextended. Das können wir aber natürlich auch besser. Ich habe mir gerade meine Dose Energy aufgemacht. Beim Aldi derzeit gibt es Monster im Angebot. Ja, dementsprechend schauen wir mal natürlich. So. Natürlich sind wir tot. Wir können einmal unseren Damage dann angucken. 200 K oder was das sein soll. Ja, 2 Millionen werden es nicht sein, oder? Ne. 200 K sind es leider nur.
Ich hätte mir auf jeden Fall etwas mehr erhofft, sage ich euch, so wie es ist. Hier hinten ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen Spaß. Da ist auf jeden Fall ein DK, ein Low DK. Zap, den dotten wir natürlich einmal. Gucken einmal an, ob wir den irgendwie gefinished kriegen. Wir führen hier einmal rein, können hier noch mal dotten, da noch mal ein Dot setzen, da noch ein Dot setzen, gehen dann einmal in die Dispersion. Wir wurden gecoilt, das ist auch in Ordnung. Den Krieger können wir gleich einmal entwaffnen. Krieger ist entwaffnet. Hexe kriegt ein Ding. Ein Silence. Wir hotten uns nochmal. Und dann versuchen wir hier irgendwie mal ein bisschen zu unseren Heilern zu kommen. Ich habe mich natürlich gedispelt. Ich spasti. Und deswegen bin ich verreckt. Weil wenn du die Buffs vom Hexen oder die Debuffs vom Hexenmeister runternimmst, fügst du dir selber Schaden zu. Ich glaube zu wissen, dass das mit nicht mit Hound, sondern mit ich komme gleich auf den Spellnamen. Nicht Unverwüstlichkeit. Ach, auf jeden Fall der Shadow das halt auch, wenn du den Shadow halt dispelst. Zumindest ist es in Retail so. Wenn du da dann halt Vampir-Umarmung oder wie das Spell hieß. Lass mich mal ganz kurz gucken. Hier Vampir-Berührung gedispelt hast, wurdest du halt gefeiert. Und beim Hexer ist das halt so, dass du halt gesilenced wirst und du dir halt selber Schaden zufügst. Aber das ist halt das Retail-System, wie es hier in WOTLK der Fall ist, kann ich es euch leider nicht sagen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch der Fall sein wird. Und wenn ihr euch das mal anguckt, wir haben 22 von 20 Fahrzeugen. Also ist auf jeden Fall eine miese Rasur gegen die Strich. Finde ich ganz gut. Na? Ihr seht es hier schon, Hunt hat gekickt, Mage hat gekickt. Ja, das ist schon mal ganz gut. Aha. Wenn man jetzt wüsste, wer es war, dann wäre es natürlich noch besser. Da hat ein Druide Draht gecharged. Ja, so, zap. Da haben wir auf jeden Fall einen Mage. Der geht einmal ins Jenseits. Da haben wir noch einen Mage. Der tickt auf jeden Fall gut runter. Hier haben wir einen Paladin. Den slowen wir natürlich einmal, weil Gedanken schinden. Slowt natürlich. Wir können hier einmal dispeln. Dispeln. Jawohl. Da hatte jemand ein Level-Up, so wie es aussieht. Kongratulation, mein Freund. Das Bärchen kriegt natürlich Dots. Der Baum da hinten wird natürlich erstmal gesilenced. Dann haben wir da noch einen Priester, der wird erstmal gestunt. Können wir hier hinten einmal komplette Karacho einmal reingehen. Wir sind natürlich gefreezed, weil der Mage da hinten sich so denkt, yo, Bruder, alles Töfte, Bruder. So, wir könnten den auf jeden Fall mal komplett dotten. Der krepiert an unseren Dots. Das ist sehr schön. Jetzt müsste ich nur irgendwie mal einen ins Target kriegen, den ich auch mal wieder damagen kann und vor allem auch darf. Da ist eine Eule. Ja, bevor ich die Eule irgendwie ansatzweise dotten konnte, ist die schon tot. Dann gehen wir hier auf den Tankkrieger und nerven den ein bisschen. Wir müssen in die Dispersion wieder gehen, um Mana zu reggen. Die anderen Leute machen das schon damage-technisch. Ja, sind wir gut to go. Die beiden Mages hier, die haben natürlich den Buff gehabt. Das heißt, da haben die natürlich auf jeden Fall ein kleines bisschen mehr. So, schade, dass da unser Execute nicht gekrittet hat. Das wäre natürlich mega töfte gewesen, dann hätten wir nämlich einen Kill mehr. Wir pushen auf jeden Fall jetzt relativ stark nach vorne, so wie es aussieht, um natürlich das BG für uns zu entscheiden. Man kann natürlich jetzt sagen, ja, Captain Obvious, ja, wenn alle in eine Richtung rennen, ja, aber besser Captain Obvious als Captain Nobvious. Ja. So, dementsprechend schauen wir mal. Wir können in einer halben Minute auf jeden Fall wieder unsere Dispo ziehen. Mal schauen, ob wir das benötigen oder nicht. Da ist auf jeden Fall der Ork-Krieger ins Nirvana gewandert. Hier haben wir noch einen Charmy. Sehr schön. Da unten ist ein Krieger, den ich gerne dotten wollen möchte. So, zap, zap. Der hat auf jeden Fall alle Dots der Welt von mir drauf. Sehr schön. Das Problem als Caster ist halt jetzt im PvP, beziehungsweise als Dot-Klasse im Generellen, du musst halt den Schaden durchkriegen. Also die Dots müssen halt wirklich ticken. Können die Dots nicht ticken, machst du halt auch keinen Schaden. Den einzigen, in Anführungszeichen, Sofortschaden, den du halt hast, ist halt Gedankenschlag und Schattenwort tot und halt
hin und wieder vielleicht noch, wenn du halt nur auf den Slow gehen willst, noch Gedanken schinden, aber ansonsten ist da echt nichts dabei, was ich sagen würde, yo, Bruder, das hat sich jetzt definitiv gelohnt. So, Captain Obvious, Deka, du hast es leider ein bisschen übertrieben. Du krepierst so. Du auch. Dich purgen war. Sub. Wupp. Da ging der Cast trotzdem noch durch. Da ist auch der Krieger wieder tot. Generell solltet ihr PvP spielen, meine Freunde. Egal ob SOD, WOTK, Retail, RBG oder ähnliches. Lootet die Leichen und euer Team wird es euch danken. Ja, euer Team wird es euch danken und das ist nicht mal irgendwie abfällig oder ähnliches gemeint. Der DK wird an den Dots krepieren. Jawohl, 2,5k Tick und Crit. Das schmeckt. So, wir können auf jeden Fall wieder aufmounten. Meiner sieht auch mehr oder weniger wieder good to go aus. Dispersion haben wir auf jeden Fall auch wieder ready. Der Pala, der hat auf jeden Fall Bock. Der hat auf jeden Fall Aura Mastery gezogen. Ah, so, es wird sogar angesagt, dass wir zu der Westseite rotieren sollen. Also, Bruder, wenn das nicht geil ist, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht mehr weiter. Natürlich die Fahrzeuge hier. Ja, So, tap. Der Mage kriegt natürlich erstmal ein Full Silence. Dots laufen auch alle, das heißt, komm, erstmal gefake-castet, sehr schön. Du wirst jetzt an den Dots krepieren. Adios. Wir können uns einmal dispellen. Da haben wir auf jeden Fall wieder den nächsten Kandidaten, den wir einmal abfangen können. Wir können gucken, ob wir die Bubble runterkriegen. Die Bubble kriegen wir runter. Leider ist er etwas schneller als wir. Das heißt, wir können leider nicht hinterher. Da hast du aber auf jeden Fall nochmal Glück gehabt. Natsuna. Ja. Das Nasna. Nasna. Nusna. Da kannst du auf jeden Fall nochmal glücklich drüber sein. Dass du aber so früh die Bubble gezogen hast, war vielleicht ein bisschen. Naja. Ist nicht mein Problem. Er hat auf jeden Fall seinen 5 Minuten Cooldown jetzt schon rausgehauen. Das heißt, da kann ich auf jeden Fall nichts mehr dran ändern. Den DK, können wir irgendwas mit dem DK anstellen? Hier ist auf jeden Fall wieder ein Schurke, den wir wieder zudotten können. Vielleicht kriegen wir noch den Heal Reduce mit drauf. Heal Reduce haben wir auch noch drauf. Wir können einmal den Execute rein scheppern. Der DK trat AMS am Laufen. Wir wurden jetzt ausnahmsweise mal gekickt. Wir können hinten vielleicht einmal den Charmy stunnen und den Mage mal ein bisschen penetrieren. Du kriegst erstmal ein Silence, du gehst in den Block, dann dispeln wir hier einmal rein. Zap. Da wurde ich nochmal gekickt. Aber hey, wir gehen in unsere Dispersion, weil der Charmy dann doch ein bisschen sehr krass over in uns extended mit seinen Cooldowns. Dementsprechend, wir warten zurück, versuchen uns die ganze Scheiße einmal runter zu dispeln, versuchen uns einmal zu heilen und schauen natürlich, dass wir hier irgendwie good to go bleiben und dass der Krieger gleich irgendwie denkt, so, ah, guck mal, geilo. Ja, den Execute haben wir leider nicht mehr bekommen. Da haben wir auf jeden Fall wieder den Fake Cast bekommen. Das heißt, wir sind nicht inline gekickt worden, was auch sehr gut ist. So, zap. Wupp. Hier können wir einmal für den Full Silence gehen. Können hier noch einmal ein paar Dots machen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall definitiv zurückwandern. Wir müssen uns einmal hier dispeln und einmal Mana regen, weil ihr wisst ja, ohne Mana kannst du leider keinen Schaden machen. Das ist leider so als Mana-Klasse. Als Melee hast du eher das Problem, dass du hier relativ schnell weggezerrt wirst. Naja, auf jeden Fall, wir sitzen, machen Mana und dann können wir natürlich gleich einmal schauen, ob wir noch mal ein bisschen was zusammenkriegen oder auch nicht. Ja, dann lasst uns doch mal einmal gucken, wie es bisher aussieht. Generell, der Mage hier mit 3 Millionen Schaden, 1,3, fast 1,4. Unser Mage hat fast 1,1 Millionen. Also, damage-technisch sind wir auf jeden Fall hier wirklich good to go und irgendein Wichser bombardiert mich hier die ganze Zeit. Ich wollte doch nur aufmounten und hier ein bisschen mitzählen. Hier haben wir auch schon einen Schattenkram-Bruder am Start. Hier ticken unsere Dots wieder rein. Er liebt natürlich, ich wollte schon sagen, liebt natürlich weg. Er hat die Terrence an, das heißt, da kann man nichts machen. Ah, er krepiert trotzdem noch. Der DK, der kommt natürlich hier nochmal rein. Das finde ich sehr schön von dir. Wir können hier einmal decursen, was da hinten mit dem Druiden ist. Den können wir einmal stunnen.
können hier noch einmal für Dings gehen. Schattengeist ist natürlich auch raus. Können hier einmal für unsere Dots gehen. Können hier noch einmal auf den Druiden unsere Dots packen, wenn er nicht weglaufen würde. Surprise, surprise. Ja, das ist so egal wo oder wie. Ja, 6,7k Crit mit Gedankenschlag, den lässt man sich doch gerne mal schmecken. Du da, Kollege, du kriegst erstmal ein Execute. Danke für den Knockback, mein Freund. Und sehr lebensgewürzig von dir. Wir gehen jetzt einmal hoch, gehen einmal in unsere Dispersion. Können einmal hier irgendwie gucken, dass wir hier wegkommen. Können hier einmal vieren. Können hier uns einmal ein Schild geben, der Erneuerung. Gebet der Besserung, wieder in die Schattengestalt und einmal reinporten, dass wir auf jeden Fall hier good to go sind, ohne gleich von dem kompletten Zerg gefistet zu werden. Wir haben auf jeden Fall Big Ink auf der Westside. Das ist natürlich nicht ganz so pralle, wie wenn man hier ein bisschen Action Jackson machen würde. So, zap. Der versucht auf jeden Fall hier wieder sein Scharott zu machen. Wir sind hier definitiv am Arsch. Das heißt, hier können wir auf jeden Fall nichts mehr machen, weil wir hier einfach zu wenige sind. Und sobald die halt sehen, yo, ey, da ist jemand, da können wir draufholzen, dann bist du relativ schnell im Arsch. Da hat auch schon der erste DK versucht, uns runter zu grippen. Das hat natürlich nicht so funktioniert, wie du es dir erhofft hättest, mein Freund. Ja, aber ja, wir können natürlich hier einmal gucken. Du kriegst einmal einen Stun. Können hier irgendwie gucken, dass wir hier ein bisschen Damage angebracht kriegen. Können hier einmal runterlaufen. Können uns einmal dispeln, nochmal dispeln. Hier ist auf jeden Fall schon dicke Party. Wir gehen natürlich einmal zurück. Versuchen irgendwie ein bisschen Damage hier mal anzubringen. Wir können hier nochmal einmal decursen. Die Cursen einmal die Bubble runternehmen müssen, jetzt schon wieder einmal nach hinten laufen, um zu gucken, dass wir irgendwie wieder ein bisschen Mana zusammenkriegen können. Hier natürlich erstmal nicht aufmounten, sondern einmal Mana regen, um natürlich zu schauen, dass wir hier wieder good to go sind, um hier gleich wieder in den Zerg reinwatscheln zu können. Ja, ich weiß, dass auch die Curse 4 Draht wieder ein bisschen Palaver macht, aber ich kann jetzt gerade nicht dementsprechend. Mana ist auf jeden Fall voll. Wir schauen mal, die stehen gerade echt gut eigentlich, um hier mal ein bisschen Ärger machen zu können. Die sind aber oben. Wir können hier einmal rein dispeln. Wir können hier oben natürlich einmal gucken, ob wir hier irgendwo auf irgendwas einmal was zusammenkriegen können, hier einmal rein dispeln können, hier nochmal unsere Dots drauf machen könnten, hier einmal unser Pet auf ihn schicken. So, zap. Ich würde gerne da noch mein Dot mit draufsetzen. Ich würde gerne einmal runter, meine Freunde. Das wäre mega genial. Das wäre super töfte. Ja, irgendwas so. Bäm, 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 bäm. Es interessiert halt niemanden. Kollege, halt die Schnauze. So, zap. Kann ich hier irgendjemanden ins Target nehmen, um hier vorne noch ein bisschen Trouble zu machen? Geht das? Ja, nein, vielleicht, könnte sein. Es geht gerade irgendwie. Da vorne ist noch ein DK, auf dem können wir mal einmal drauf. Jawohl. Können hier einmal die Dings dispellen. Jawohl. So. Hier oben chillt jemand. Warum auch immer du hier oben bist, mein Freund, du machst erstmal direkt einen Abgang. Du kriegst erstmal einen 6,3k Crit in die Schnauze. Genauso wie es sich gehört. Look for rare vehicles and destroy them. Das mache ich doch sehr gerne, mein Freund. Das ist gar kein Problem. Wir können hier nochmal rein. Könnten hier nochmal ein paar Dots setzen. Gehen nochmal runter. Müssen eh Mana recken. Haben 50% hier reduced. Der wurde uns aber anscheinend runtergenommen. Wir werden gerade sogar die Curse. Das ist sehr schön. Können hier vorne einmal gucken. Ansonsten haue ich hier nochmal unsere Mana-Hymne raus, dass wir auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen Mana-Rack haben. Dass wir hier natürlich nochmal mehr Mana haben, was wir verbraten können. Ja, gruppentechnisch
könnten wir theoretisch wieder runter. Wir können den Deker hier vorne einmal nochmal volldotten. Da ist auf jeden Fall einer tot. Der Deker, der hat AMS am Laufen. Da können wir leider gerade nichts anbringen. Wir können aber hier auf den Hexenmeister ein bisschen Trouble machen. Der wird noch gegengepumpt. Aber auch da gingen die Lichter aus. Des Weiteren haben wir da einen Paladin, aber auch da kriege ich keinen Cast durch. Vielleicht auf die Eule, auch nicht, der Paler auch nicht. Können wir hier vorne vielleicht auf den Paler? Jawohl. Beide Casts gingen durch. Ich habe leider schon wieder kein Mana mehr. Was ist denn hier los? Egal, was ich machen möchte, ich habe kein Mana. Ich muss schon wieder nach hinten. Ich muss schon wieder Dispersion zünden. Ich muss schon wieder mich hinsetzen und trinken. Das ist des Wahnsinns. Ja, wenn du nur 17k Mana self-buffed hast, ist das schon echt nicht viel. Dementsprechend, ja, ist das immer so eine Sache von Sekunden, bis das Mana natürlich dann auch absolut weggeraucht ist. Kills technisch haben wir auch ein paar. Damage technisch sind wir auch echt good to go. Also, wir können eigentlich schon fast stolz auf uns sein, dass wir hier einmal nochmal den gekillt kriegen. Also auf unseren Damage können wir echt stolz sein. Ja, natürlich, es ist ein Zerg-BG, dies, das, jenes, ne? Aber trotzdem, wir haben echt guten Damage. Ah, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich nur an der Epic-Sachen liegt, die wir jetzt hier haben. Der Paler, der wird auf jeden Fall definitiv an den Dots krepieren, wenn er nicht gedispelt oder geheilt wird. Wir können hier nochmal auf den Priester komplett rein extenden. Du kriegst erstmal einen Stun, du kriegst nochmal einen Schattengeist ab. Du bist in der Bubble, das will ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben gewonnen. Wir haben sage und schreibe Bonus-Ehre. Da sind wir relativ weit unten, haben wir 10.688 gemacht. Todesstöße 15. Zweimal sind wir gestorben. Ehrenhafte Siege sind wir relativ weit oben, tatsächlich mit 186 DPS, also Schaden. In dem BG haben wir 186.296, gewirkte Heilung 85.180. Dann können wir natürlich einmal gucken, Gesamtschaden. Können wir hier einmal gucken, Vampirberührung 4,3K, Schattenwortschmerz 2,8, Gedankenexplosion 2,8, verschlingende Seuche 4,4, der Dot für 3, Gedankenschlag natürlich 6,7, 3K Gedankenschinden, Schattenwort Tod für 3K. Dann ist, glaube ich, Nahkampf hier, Schattengeist. Hat auch noch gut gemacht, Vampirberührung, etc. Das heißt, wir sind auf jeden Fall echt gut unterwegs gewesen. Damage-technisch, Kills-technisch, etc. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das gefallen. Ich wünsche euch nur das Beste. Man hört und sieht sich im nächsten BG. Und ciao.